Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbuffet. Bis um 10 Uhr bin ich für euch da und kommentiere die Märkte. Wie immer, schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Der DAX hat da die Chance, heute das Allzeithoch zu knacken, nun im Tageschart positiv, dass er die 381 hält und gleichzeitig damit hier jetzt auch so eine bullische Flagge nach oben auflöst, denn diese bullische Flagge ist von der Struktur her ein Rücksetzer. Ein Anstieg, ein Rücksetzer und hier eben ein Vermeiden eines tieferen Tiefs. Und gleichzeitig wurde auch die 381 gekauft. Also jetzt möglicher bullischer Druckaufbau nach oben. Treiber, die Wall Street. Der SPX hier in Reichweite vom Allzeithoch, das vor gut 9 Stunden erreicht wurde, bei 3.322. Die Marken von gestern kann ich rausnehmen. 381, hier sieht man auch im Minutenchart sehr schön den gestrigen Test. Konnte man sich im Übrigen auch sehr schön orientieren. Hatten hier den Impuls 1, 2, 3. Hatten dann hier den Punkt 1 nochmal getestet und ab ging es nach oben. Dann wieder an der 200-Minuten-Linie ein 1, 2, 3 auch wieder getestet und dann ein wenig Korrekturenkonsolidierung. DAX arbeitet an einem Signal für Trendbewegung aufwärts, Signalkerze 5,1428, da muss er drüber. Im SPX im Stundenchart ein Impuls vom 8. Januar. Hatte ich jetzt eben gerade versehentlich gelöscht, deswegen zeichne ich es neu ein. Gestern der Ausbruch nach oben. Wer sich gewundert hat, was war denn das? Hier der technische Ausbruch über die 1,618er. Drüber ist dann die 2,618er. 3,356. Und so langsam müssen wir auch aus dem Big Picture von dem Broadening Wedge, von dem umgekehrten Dreieck im Monatskerzenchart, uns das erste Ziel anschauen, die 61,8% Extension des Kursziels, das man berechnet aus diesem Tief zu diesem Hoch nach oben projiziert. Und das liegt bei 3,325,10. Und jetzt mal gucken, ob der Markt hier aus dem Tageschart das übergewichtet, im Tageschart über 3,356 gehen möchte oder ob wir hier im Stundenchart nun sogar eine Wende bekommen unterhalb von diesem ersten Broadening Wedge Ziel. Das würde bedeuten, Stundenschluss unter 3,316 wäre korrektiv, die ganze Geschichte im SPX. Uwe, Marco, Nubi an den Ernst, an Tuhays, an Andreas, Mario,
an Detlef, an Ines, schönen guten Morgen an euch alle. Toffifee, Bruder Ignatius, guten Morgen. Peter A., Thomas L., Ambalix, Petra, Huckleberry, Uli R. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Also Doc und Ute, an Mike Campbell, Dennis M. Und der Markt läuft weiter nach oben. So, wir haben ein Signal für Trendbewegung aufwärts. Da wollen wir hin und drüber, für die Bullen zumindest. Die wollen das. Leertaste, haha, schöner Name und auch ein neuer Name und auch guten Morgen, herzlich willkommen an Bord. Auch Lothar und Werner, schönen guten Morgen. Bitcoin, da ist richtig was los, wenn ihr euch den Bitcoin Cash anschaut, im Tageschart, das hier am Dienstag, müsst euch das hier vor Augen führen, das am Dienstag hier war im Bitcoin Cash ein Plus von 27%. Bitcoin Cash seit Mitte Dezember plus 112%. Technisch betrachtet jetzt der große Bitcoin. ...9070 vor sich, dort liegende Fibo-Marke drüber, 10.069, 8452 als Unterstützung. Und im Germany 30 wird es jetzt interessant, da kann man auch wieder in den 10-Sekunden-Chart schalten. Wenn der jetzt hier ein prozyklisches 1, 2, 3 bastelt, könnte das auf Trendfortsetzung hindeuten. Shorty, Oskay, Anna, Anna, schönen guten Morgen. Also die Folge ist erst Ausbruch aus der vorbörslichen Spanne. Und hier ist das 1, 2, 3. Oder könnte es sein? Jawohl. Also im 1-Minuten-Chart erst schauen, bekommen wir ein Verlassen der Opening Range nach oben, der Öffnungshandelsspanne. Wird es bestätigt und dann schaut man im 10-Sekunden-Chart nach dem prozyklischen 1, 2, 3. Wie wir es hier haben, hoch, hier also eine 1, 2 und 3. Bedeutet, sollten wir nun die 5.1955 unterschreiten, könnte das ein Hinweis sein, dass wir eben keinen Trendaufbau haben, sondern das wäre dann ein möglicher Hinweis auf ein Seitwärtsgeplänkel, Seitwärtsbewegung und würde erste Fragezeichen hinter das Signal Trendtag aufwärts setzen. Shorty schreibt, ich brauche langsam einen neuen Namen. Ja, oder viel Humor für diesen Markt. Mario Manu, schönen guten Morgen. Werner Rade schreibt, 270 Zuschauer, weiter so. Jo. Natürlich vielen Dank auch an alle, die diesen Kanal Freunden, Familie, Verwandten, Bekannten in Foren auf Social Media empfohlen haben. Vielen Dank dafür. Ambalix, Euro-Dollar kann ich mir gerne anschauen.
Jetzt aber erstmal Konzentration. Tja, prozyklisches 1, 2, 3 ist dahin. Damit erst einmal ein Fragezeichen dahinter zu machen, ob wir hier einen Trendaufbau nach oben bekommen können. Oder ob sie nicht schon wieder dabei sind, das zurückzunehmen. Ja, der Idealfall wäre gewesen, weil der kann ja immer noch kommen, aber man muss ja irgendwie auch analysieren mit dem, was man hat, wäre quasi jetzt hier dieses prozyklische 1, 2, 3. 1, 2, 3 nach erfolgtem Trendbestätigung und dann hier höheres Hoch und halt Trend. Ja. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben das gebastelt, sind quasi haben nach oben einen Fehlversuch gehabt, eine Rallye fortzusetzen und sind dann eben jetzt nach unten gegangen. Und im SPX der neuralgische Punkt jetzt bei 3321.13 unterschreiten dieser Marke könnte auch ein 123 Top kreieren. Philipp schreibt dann bitte auch Gold anschauen, das kann ich dann auch noch machen. Oskar hat sich Netflix gewünscht. Christian Böhm, Nell Asa und Petra Gain Celestial. Gut. Rüdiger wünscht sich noch Evotec. Da bin ich selbst gespannt, wie es da mittlerweile aussieht. Andreas schreibt Netflix-Analyse, hat super Serien. Leertaste, warum nimmt man den 10-Sekunden-Chart? Sehr gute Frage. Bitte da nicht erschrecken. Ist normalerweise führt es nur dazu, dass man Überblick verliert. Für mich geht es darum, nochmal zur Erklärung, im Germany 30 zeichne ich ja zur, ich habe es gleich, so, zeichne ich zur, um herauszufinden, ob wir uns in der Trendbewegung befinden oder nicht, um einen Trendfilter zu haben, zunächst einmal die Grenzen ein zwischen 8 und 9 Uhr. Wie ist da das Hoch und wo ist das Tief in dieser Zeit? Dann schaue ich mir im 1-Minuten-Chart an, ist der DAX überhaupt in der Lage, diese vorbörsliche Spanne zu überschreiten oder geht er drunter? Wenn er drunter geht oder drüber geht, dann schaue ich mir die Kerze an, die darüber geschlossen hat und deren Hoch. Und wenn das dann auch bestätigt wird, ja, über eine Kerze, die darüber schließt, was wir hier dann hatten, dann habe ich ein Signal aus dem Trendfilter der Eröffnungshandelsspanne, dass wir eine Trendbewegung aufwärts bekommen könnten. Dann sieht man im Rücklauf von dieser Kerze, dass sich ein prozyklisches 1, 2, 3 bildet und bilden kann. Das sieht man aber hier im 1-Minuten-Chart nicht. Deswegen, und das ist auch der einzige Zeitpunkt, wo ich das mache, kann ich einen 1-Minuten-Chart umschalten. Ja? Jetzt hatten wir hier ein 1, 2, 3. Das haben sie zerstört, das haben sie Neues gebastelt. Okay. Normalerweise, wenn wir eine starke Trendphase haben, kommt diese Unterbrechung nicht. Wenn Trends recht frühzeitig unterbrochen werden, ja, wir haben ein Signal für eine Trendbewegung aufwärts und dann prozykliges 1, 2, 3, das wird sofort gebrochen, dann deutet das halt darauf hin, dass es nicht so ganz optimal ist.
Charttechnik ist aber das, was der Markt macht, auch nicht immer ganz optimal. Aber für mich ist dieser Bruch hier eben ein Warnzeichen. Oh, das könnte eher auch ein bisschen so ein Seitwärts-Ding werden. Ist halt der Hinweis auf einen Seitwärtsmarkt. Ja, wenn Ausbrüche nicht kommen, wenn ein höheres Hoch, ein höheres Tief, diese Serie nicht kommt, sondern plötzlich ein tieferes Tief kommt, dann ist das ein Seitwärtsmarkt. Was wir hier jetzt aber auf der anderen Seite jetzt gesehen haben im SPX, ist, dass genau dieser neuralgische Punkt 1 von dem gedachten 1, 2, 3 Trendwendemuster getestet wurde, also keine 3, sondern wurde gekauft. Bedeutet im Umkehrschluss, okay, wir haben jetzt hier diesen Impuls auf ein neues Hoch bekommen. Insofern müssen wir jetzt wieder diese Marktkammer rausnehmen, wieder gucken, kommt jetzt ein Abwärtsimpuls, ja, und bei dem nächsten Versuch kommt jetzt ein 1, 2, 3, oder setzt sich diese Folge aus 1, 2, 1, 2, 1, 2 dann fort, immer mit diesem neuralgischen Punkt, der gekauft wird. Das ist dann ein Aufbau von einem Aufwärtstrend. Ja. Nico wünscht sich Uber, Bruder Ignatius Bayer und Ines Baumbach Fresenius Medical Care. So, mache ich jetzt auch und ich glaube, ich werde langsam nicht mehr fertig, wenn ich nicht jetzt anfange. Also, die Situation im DAX habe ich jetzt gerade erklärt. Der SPX ist der Treiber. Am SPX hat man sehen können, läuft alles sauber. Wir haben also im Stundenchart den Ausbruch, im Minutenchart hätte sich ein 1, 2, 3 bilden können, es wurde aber gekauft, bullischer Druckaufbau, 3322,90, wenn wir da drüber gehen, droht dann eben auch kein unmittelbares 1, 2, 3 mehr an dem Broadening Wedge Ziel in dieser Richtung. 3325 wäre dann das nächste Ziel. Darüber 3356. So, Nico, die Uber. Uber hat ein 1, 2, 3 tief gebastelt. Schön sauberer Boden. 1, 2, 3 bei der X bestätigt. Hier ist jetzt, dann kann man sich orientieren an den Fibo-Marken. Ich habe so das Gefühl, dass man schwarz auf schwarz fast nicht lesen kann. Das ist, glaube ich, so ganz gut. Jo, also 36, 21, 32, 93 sind die beiden nächsten Marken. Widerstand nach oben, Zielzone 4,23 und Unterstützung auf der Unterseite. Also Uber, aktiver Boden, schon mitten in der Bewegung.
Gain Celestial haben wir leider nicht, Petra. Sorry. Wir haben zwar viele tausend Aktien CFDs, aber nicht jeden. Netflix, die Analyse von Analysewunsch von Oskay. Netflix hatte einen Boden gebildet September, ist über dem 423,6er. Die Zone hier zwischen den beiden oberen Fibo-Marken kann eine Zone sein, wo wir einen 1-2-3-Top bekommen. Ansonsten kann man relativ wenig sagen jetzt hier im Tageschart. Sollte hier kein Top kommen im Tageschart, wird es darum gehen, im Wochenchart hier oben jetzt über 380,09 anzusteigen, um das Top hier oben zu challengen, irgendwie herauszufordern. Das ist nämlich immer noch aktiv. Den Chart mit den entsprechenden Fibo-Marken als Widerstände stelle ich auch ins Chartforum. So auch von Uber. Also holt euch ein Demo- oder Live-Konto bei CMC Markets, dann habt ihr eben auch Zugriff hier mit einem Klick auf alle Analysen, die ich mache. Christian Böhmnell, ASA, Wasserstoffunternehmen, was sich sehr stark entwickelt. Ein 1, 2, 3 Boden hat man gebildet. Und dann war hier ja die Frage, dieser Abwärtsimpuls, 1, 2, und hier war eine Fragezeichen dahinter zu machen, ob diese einmalige Aktivierung von dem Top irgendwie Gefolgschaft findet. Das tat es nicht. Was nachkam, war wieder ein drüber Handeln über den Punkt 1, dann wurde der Punkt 1 gekauft und jetzt haben wir hier einen bullischen Druckaufbau und können wieder argumentieren im Sinne von diesem aktiven Boden. Also eine 1, 2, 3 und an der Stelle des X wurde quasi die 6,22 getestet. Wir sind jetzt über 9,38 und das hier sind norwegische Kronen bei der Nel ASA, Börse in Oslo. Ja, und da wäre jetzt das nächste mögliche Ziel 11,34. Darüber bei einem Schlusskurs, darüber sogar 14,51. Jeweils nach unten. Die Fibo-Marken sind Unterstützungen. Den Chart stelle ich auch mal ins Chartforum. Also laufende Rallye bei Nel ASA nach einer Bodenbildung. Und Ambalix fragt nach Euro-US-Dollar. Euro-Dollar ist das hier, das Chartbild. Mit dem 1, 2, 3. Wir hängen hier an der EMA 50 auf der Unterseite, bildet das einen Support. Heute liegt die EMA 50 bei, ich habe bei Euro-Dollar, seht ihr nämlich die andere gleitende Durchschnittslinie, 1,11,10 liegt die EMA 50. Warum habe ich eine EMA 50? Nun, im Wochenchart sieht man sehr schön, wie Euro-Dollar durch die EMA 50 hier gedeckelt ist. Also im Wochenchart ein Ausbruch über 1,11,88 würde Euro-Dollar sicherlich, könnte hier Dynamik bringen. Technisch haben wir hier das 1,2,3 und ich bin nicht so ganz sicher, ob er über die 1,61,8 und eben über die 50 Wochenlinie drüber kommt. Jetzt haben wir ja hier so ein 1,2,3 Trendwendemuster wieder in der Form der Gestalt, dass dann
nach der einen schwarzen Kerze, die das eigentlich aktiviert hat, nichts mehr Bärisches nachkommt und wir jetzt sogar beginnen, hier diesen Punkt 1 zu kaufen. Ja? Bedeutet also im Tageschart, wenn man sieht, okay, das Tief bei 1.11.24, der Punkt 1 wird gekauft, wäre bullischer Druckaufbau in Richtung des Hochs vom 6. Januar möglich, Richtung 1.12.05. Und mit dem Schlusskurs und Schlusskurse, die bestätigt werden, über 1.11.96 könnte Euro-Dollar in Richtung 1.13.18 steigen. Der bärische Verlauf wäre wieder Schlusskurse unter 1.11.24 und vor allem dann eben unter der 50-Tage-Linie 1.11.10. Bayer hat sich sehr stark entwickelt. Wir haben bei Bayer, hier im Wochenchart ist das gemeint, eine aktive Bodenbildung. Auch wieder hier mein Lieblingsmuster, das 1, 2, 3. Also eine 1, 2 und hier die 3. Beim X ist der Boden bestätigt worden. Die Aktie mitten in der Bewegung schloss vergangene Woche auch deutlich, will ich meinen, über 72,35 und der dort liegenden 100% Extensionsmarke. Nächstes Ziel wäre potenziell 78,63. Bei einem Rückfall unter 72,35 wäre 68,46 die nächste Unterstützung. Gold. Im Stundenchart hängt jetzt hier an der 100% Extensionsmarke fest. Auf der Unterseite war die 1,61 eine Unterstützung. Dazwischen haben wir hier die 200-Stunden-Linie. Eine Kerze steht hier für einen Preisverlauf in einer Stunde. Ja, also der große Test hier von der 15,32. Ich warte halt immer noch drauf. Keine Ahnung, ob er kommt, aber ich würde ihn gern sehen. Also wenn wir mal kurz die Börse zum Wunschkonzert machen, dann ich möchte den Test sehen. Jetzt können wir das Wunschkonzert auch wieder beenden, weil ich weiß nicht, was als nächstes kommen wird. Aber ja, man kann sich hier an den FIBO-Levels, glaube ich, ganz gut orientieren. Schaffen wir es hier nachhaltig über 15,55, dann wäre 15,66 das nächste mögliche Ziel. Erst bei 15,83 hier oben. Da ist der Punkt 1 aus dem 1-2-3-Trendwendemuster. Ja, 3. Erst da wird es dann richtig spannend. Für den Moment hier ein aktives Top im Goldpreis. Fresenius Medical Care aus Deutschland. Hier ein aktives 1, 2, 3. Ich habe dir mal eine Zeit lang in den Chart eingespeichert. Gefällt mir aber nicht so richtig, deswegen nehme ich es wieder raus. 1, 2, 3 mit der X bestätigt. Eine Extension an die 2,61,8. Und interessanterweise, ohne einen neuen Boden zu bilden, laufen wir jetzt wieder nach oben. Nun gut, ist halt so, das Tief hier, 57,25, war tiefer als das Tief hier, also können wir auch den Boden, der hier entstanden ist, nicht nehmen. Ja? Also hier bei Fresenius halt ein Impuls nach oben, extremer Impuls. Und jetzt ist halt die Frage, ist jetzt diese Konsolidierung in der Lage, uns wieder zurückzuführen an den wichtigen Punkt 1 bei der 72,71. Nun, auch nicht so wirklich hundertprozentig, weil wir haben ja hier ein, ja gut, ganz bärisch sieht es nicht aus, weil nach diesem Aufwärtsimpuls haben wir eine 1, 2 und hier eigentlich eine 3, hier eine 3 und hier nicht mehr. Aber auch diese 3, diese Aktivierung, also Schlusskurse tiefer als 1, wurden sofort gefolgt von eigentlich neutralen Kerzen. Und hier gab es gar keinen bärischen Schlusskurs mehr drunter, also mit einer schwarzen Kerze. Also durchaus hier im Sinne eines bullischen Druckaufbaus kann das gewertet werden, was hier bei Fresenius Medical Care passiert. Aber
Wir müssen erst nachhaltig die 72, 71 zur Unterstützung machen, um hier insgesamt das Top rauszuräumen und uns dann eben auch nach oben zu etablieren. Was hier der Aktie zugute gehalten werden kann, ist, dass ja hier die ganze Zeit quasi die 20 und auch die 200-Tage-Linie exponentiell gewichtet hier getestet wurde und eben auch mit so einem 1, 2, 3, das eigentlich als bullischer Druckaufbau gewertet werden kann, da es nie wirklich nachhaltig unter die 65, 13, den dort liegenden Punkt 1 ging. Und wir sind jetzt hier auch gerade dabei, so einen Golden Cross auszubilden. Die 20er geht von unten nach oben über die trägere 200er exponentiell gewichtete gleitende Durchschnittslinie. Mike fragt, ist das neue Steuergesetz für uns Händler die 10.000 Euro bereits beschlossene Sache? Falls ja, hat sich das Handel mit CFDs und Futures bereits erledigt? Also da würde ich tatsächlich einmal ein bisschen weiter abwarten. Wir haben natürlich auch Experten beauftragt, das genau rauszufinden. Was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass selbst vom Finanzministerium ganz unterschiedliche und dann auch wieder einmal gemachte Aussagen wieder revidiert wurden. Dann gibt es die Sprecherin, Pressesprecherin vom Finanzministerium, die sagte, die unterjährige Begrenzung auf 10.000 gibt es nicht. Man würde also weiterhin unterjährig nicht in die Situation kommen, dass man also eine Nachschusspflicht gegenüber dem Staat durch eine Steuer auf Gewinne, die man überhaupt gar nicht gemacht hat, bezahlen muss. Also das ist alles, und gerade wenn solche Gesetzestexte sind, kompliziert formuliert und die kommen dann und erstmal versteht niemand so richtig, was eigentlich ist. Ich würde auf eines warten, das ist auf die Durchsetzungsverordnung von diesem Gesetz, dass dann auch den Finanzministerien und Finanzämtern ganz konkret erläutert, was damit gemeint ist, welche Produkte damit gemeint sind, Beispielrechnungen und so weiter und so fort. Also der Hype, der darum um dieses Thema entstanden ist, ist verständlich, denn wenn man es wirklich extrem auslegt, nun fragt sich jeder, was soll denn das jetzt dann bitte sein? Aber wir haben selbst jetzt, also nicht wir, sondern das, was ich mitbekommen habe, ist, dass selbst Steuerberater, die man fragt, ganz unterschiedlicher Meinung sind, wie man es auslegen kann. Und so wie ein Steuerberater am Ende des Tages arbeitet, wird dann im Jahr 2022 tragfähig, wenn dann die Steuererklärung für 2021 kommen, dann vielleicht schon erste Rechtsprechungen da sind von Gerichten, die sagen, okay, in dem Fall ist es so und so auszulegen. Am Ende vom Tag ist auch eine Steuererklärung immer eine individuelle Sache. Also ganz viele bewegliche Teile, sehr viel Unsicherheit. Und ja, also man muss am Ende des Tages abwarten, bis wirklich ganz konkrete Informationen kommen, die auch wirklich endgültig klären, wie es ist. Ja. Und da ganz konkret würde ich die Durchsetzungsverordnung abwarten. Die ist aber noch nicht da. Also mit allen Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen alle, wartet bitte ab. Das kann man nicht von jetzt auf gleich, zack, endgültig abschließend beurteilen und sagen, so ist es. Das ist schon, was den Steuer angeht, selten der Fall. Und ich habe auch gehört, dass 80% aller Steuergesetzgebung auf der Welt eine deutsche Gesetzgebung ist. So, und jetzt ist die Komplexität dessen, sollte jetzt klar sein, wenn man allein das schon hört.
Und dann ganz klar zu sagen, genau so ist es. Aufgrund des ersten Gesetzes ist, weiß ich nicht. Also ich warte ab. Am Ende kann man eh nichts anderes tun, als abzuwarten. Und das sind wir ja alle geübt hier als Trader, oder sollten das sein? Der SPX geht auf neues Hoch. Sehr schön. Diese Linie kann ich rausnehmen. Es droht im Stundenchart jetzt im SPX kein neues Top mehr. Kein neues Hoch mehr. 3325 ist die 61,8%ige Fibonacci Preiserweiterung aus einem umgekehrten Dreieck im Monatschart, also wirklich im Big Picture vom SPX, hatte ich vorhin gezeigt. Aus einem Porting Wedge gibt es ein Hoch 1 und 2 und ein Tief 1 und 2. Und wenn man vom Hoch 2 zum Tief 2 die Strecke nimmt und die nach oben projiziert, um 61,8%, dann kommt man bei 3325,106 heraus. Finanzmagie. So kommt man auf Ziele, die man ansonsten, wer würde da auf die Idee kommen, da ein Ziel zu sehen, dort irgendwas zu sehen. Wir sind ja am Allzeithoch, da gibt es ja erstmal keine Widerstände. Also muss man sich orientieren anhand von zum Beispiel Fibonacci-Projektionen, um sich eben orientieren zu können. Stefan M. schreibt, alle Befürchtungen steuerlicher Hinsicht bewahrheiten sich. Dies würde doch auch die Banken betreffen, oder nicht? Also es hat sich bisher noch gar nichts bewahrheitet und daraus dann abzuleiten, aus was es sich noch gar nicht bewahrheitet hat, dass es auch irgendjemand betrifft, würde ich auch nicht tun. Ich würde, wie gesagt, abwarten und vor allem mit den Experten sprechen, also Steuerberater, mit den Finanzämtern, mit Finanzministerium und vor allem auf die Durchsetzungsverordnung warten, da es offenbar selbst im Finanzministerium, wie gesagt, noch einmal gab es Aussagen, die gemacht wurden, die dann wieder revidiert wurden, die in anderer Form dann wieder verlautbart wurden. Also es scheint selbst dort eine gewisse Verwirrung zu geben, wie dieses Gesetz auszulegen ist. Also ich würde es mit großen Warnungen oder sowas nicht um mich werfen, solange das nicht feststeht. Tommy ist enttäuscht, dass man dann keine Panik schieben kann. Ja, sorry dafür. Klaus Boscheid fragt nach den wichtigsten Indizes. Ich stelle mal hier den SPX ins Chartforum. Aktueller Chart vom SPX ist jetzt im Chartforum, vom Germany 30 ist der Chart auch im Chartforum. Es geht im Germany 30 im Big Picture immer noch darum, die 13.600 zu überschreiten, um eben im Tageschart die Gefahr einer Top-Bildung zu verhindern. Was den US 30 anbelangt, da haben wir im Tageschart die Situation, dass wir eben, wie eben auch im SPX, hier eine Bodenbildung hatten im letzten Jahr. Und daraus ausgehend können wir Kursziele berechnen aus diesem 1, 2, 3, das sich dort bildete. 29.914 wäre die 261,8, aber im Schlusskurs darüber 32.077. Ja. Für den Moment halten wir auch diese nach oben gerichtete 20-Tage-Linie.
Vor allem dieses Reversal, dieser Reversal-Tag, auf den ich auch bei Espresso hinwies, dieser Reversal-Tag, der war ein starker Tag, weil dann hätten wir ja mit einem Schlusskurs, muss ich diese Kerze vorstellen, die hätte unter diesem Tief hier geschlossen, am Tief vom Tag und unter dem, dann hätten wir quasi hier ein 1, 2, 3 Top gehabt, ja. Das ist nicht gekommen, sondern neuralgischer Punkt wurde gekauft. Umkehrschluss von der Top-Bildung ist eben eine Fortsetzung des Trends und genau das haben wir. Der Bullish-Druckaufbau von hier setzt sich weiter fort und 29.914 wäre eine mögliche Zielzone für diese laufende Bewegung. Im Übrigen kann ich nach der gleichen Methode auch im Germany 30 vom August aus, da sieht es nur ein bisschen anders aus, weil wir dann nochmal ein neues Tief gemacht haben. Hier ist ein Tief. Das Tiefer ist als hier. Das hat der US-30 nicht gemacht, macht aber nichts. Wir gehen einfach von diesem Tief aus und projizieren dann hier nach oben. Und das bedeutet, wir sind jetzt hier über 13.391 drüber gegangen. Ja, haben das von oben jetzt auch getestet. Bedeutet, die 4.23er Marke 14.342 ist für den Moment in Reichweite, solange wir eben hier über der 13.391 drüber bleiben. Auch den Chart stelle ich ins Chartforum. Gleiche Übung kann ich auch machen für den Nasdaq. Im Nasdaq habe ich zum einen mal hier dieses Broadening Wedge, das uns ein Ziel bringt, potenziell 9.562, nachdem wir hier ausgebrochen sind nach oben. Zum anderen kann ich im Tageschart auch vom August ja, dieses Tief hier wieder nehmen und hier nach oben projizieren. Wir sind jetzt ausgebrochen über 9.076 und darüber wäre die 4.23.6er-Extension 9.907 im Nasdaq 100. So, SPX jetzt eigentlich so ziemlich genau an der 61,8er Extension. Jetzt, ab jetzt gucken, bitte kommen irgendwelche Tops in den Markt. Wir würden jetzt per se jetzt auch mit einem ordentlichen Gap in den heutigen Handel starten. In New York. Also jetzt im 1 Minuten und 5 Minuten Chart bitte aufpassen, ob sich hier an der Stelle 1, 2, 3 Tops bilden. Im SPX, was dann eben eine entsprechende Wirkung auch hätte für den DAX, der nun immer noch nicht sein Allzeithoch hat. Das heißt, würde der DAX jetzt von der Wall Street, die, wenn gehen wir mal das Szenario durch, Wall Street macht jetzt hier an dem prominenten Broadening Wedge Ziel, ein 1, 2, 3 Toppen geht eine Korrektur. Die Stärke der Wall Street endet also hier vorläufig. Es muss ja nicht sein, dass das absolute Ende ist, aber vorläufig hier eine Korrektur an der Wall Street. Gehen wir diesen Stresstest mal durch für den DAX. Der DAX hat dann kein neues Allzeithoch, könnte dann nach unten rutschen. Ich nehme jetzt hier mal einen neuen Chart für den Germany 30, den ich gerade hier auch reingestellt habe. Also im Tageschart jetzt positiv, dass hier die 55,17, das Hoch vom 10. Januar, 553,19, das Hoch von heute ist höher als da. Also kann kein 1, 2, 3 Top mehr entstehen. Hey, das ist gut für die Bullen, schlecht für die Bären. Also mit dem jetzigen Hoch, das wir jetzt gemacht haben, ist die Gefahr von einem größeren Rückfall gesunken. Dennoch muss man, solange kein neues Allzeithoch da ist, nun zumindest mit dem theoretischen Szenario rechnen, dass sich dieses Top, das hier damit immer noch aktiv ist, reaktiviert. Würde bedeuten, würden wir hier unter dem, also das hier ist ein 1, 2, 3 am Allzeithoch entstanden im Januar 2018. Sollten wir wieder unter 13.221 fallen, wäre 12.986, 12.841, wenn dann mögliche Ziele nach unten.
Aber wie gesagt, das ist mir jetzt eben gerade aufgefallen und auch ganz gut, dass mir das aufgefallen ist. Wir haben hier ein höheres Hoch gemacht. Ja, damit wäre jetzt ein Rückfall unter dieses Tief nicht mehr dramatisch, weil das von einem neuen Hoch dann wieder eine neue 1 wäre. Hätten wir kein neues Hoch gemacht, wäre das die 3. Und damit ein aktives Top. Ja. Jetzt kann es aber maximal eine 1 sein, auf die eine 2 folgt. Also da muss schon noch wieder viel passieren. Ja. Also gute Geschichte, dass wir zumindest hier auf Tagesbasis ein höheres Hoch gemacht haben. Und jetzt bin ich gespannt, was der SPX an der Stelle machen wird. Amateurvideos, alles klar. Was alles hier im Chat manchmal vorbeischaut. Nutzer auf diesem Kanal blockieren. So. Amberlix fragt, Jochen, wie viele Punkte Spielraum gibt es dem Ganzen dabei, wenn er um einen Punkt mehr ein neues Hoch macht? Ist das bereits legitim oder fällt sie nicht darunter? Einmal ein Tick drüber reicht. Tick drüber reicht. Bei sowas ist die Logik von dem Impuls und von den 1, 2, 3 Mustern ist ja, dass da eine Welle nach, wenn das ein 1, 2, 3 Top, wenn wir davon sprechen. Dann ist ja bei einem 1, 2, 3 Top der Impuls 1, der erste Impuls einer neuen Abwärtswelle. Und zuvor soll eine neue Aufwärtswelle geendet haben. Und das ist dann immer dann natürlich besonders, finde ich, interessant, wenn wir von einem absoluten Hoch kommen. Ja? Jetzt im Tageschart oder Wochen- Monatschart beim DAX wird mir also es reichen, wenn wir einfach über dieses Allzeithoch drüber gehen. Da müssen wir dann keinen Schlusskurs drüber abwarten. Brother Brian, kannst du dir mal die ProSieben anschauen? Fragst du mich? Kann ich gerne machen. ProSieben. Ja, bei ProSieben immer noch warten auf die Aktivierung vom 123 über 1433. Da haben wir einen Impuls ausgehend von einem Tief. Das zwar jetzt nicht unbedingt das absolute Tief ist, aber jetzt seit der Abwärtsbewegung, wir kommen ja bei der ProSieben von 50, sind jetzt zwischenzeitlich nur noch bei 10,65 gewesen, haben davon ausgehend aber einen Impuls bis 14,33. Ja, eine 1, 2 und jetzt ist die Frage, kommt die 3? Also darauf warten. Sollte das nicht der Fall sein, umso länger die hier versucht und Fehlversuche startet, darüber zu gehen, desto mehr könnte hier ein bärischer Druckaufbau passieren Richtung des Tiefs von der Woche vom 5. Oktober. Ich bin hier im Wochenchart eine Kerze. Steht für den Preisverlauf von einer Woche 11,83, wäre da der Punkt 2, zu dem wir dann zurückgehen könnten, sollten wir es nicht schaffen, über 14,33 zu steigen. Sollten wir es schaffen, wäre dann 16,60 möglich nach oben. Auch den Chart stelle ich mal in das liebe Chartforum. Am Kunden weist auf Bitcoin hin. Vielen Dank dafür. Scheint sich zu bewegen.
etwa hier auf Stunden, 4 Stunden Basis ein höheres Hoch gemacht. 8, 9, 15 halten die. 4 Stunden Chart jetzt hier nochmal das Big Picture. Sollten wir über 9070 gehen, wäre 10.069 nächstes mögliches Ziel. Ansonsten 8452 eine Unterstützung. Im 1-Minuten-Chart haben wir einen Top. Also 1, 2, ja, so richtig, dann die 3 kam hier. Und hier haben wir gerade die 1 bestätigt. Warte, kann ich auch mir gerne anschauen. Da war die Frage von Alex. Herzlich willkommen auch an Bord an dich. Bei Warta die Geschichte, dass wir sehr stark ja gestiegen sind. Seit Januar 2019 nur blaue Monatskerzen. Im Tageschart jetzt der Rutsch, bisher keine Bodenbildung, sondern wir haben jetzt ein aktives Top, das über 108,80 erst wieder ausgehebelt werden könnte, wenn wir diese Marke zur neuen Unterstützung werden lassen. Sven Unger, hallo Jochen, was gibt es beim Handel auf CFDs auf den VIX etwas zu beachten? Ja, ganz viele Dinge. Also wir haben ja den Volatility Index auf den S&P 500. Und wenn ich hier einfach das Thema Vola eingebe bei, und Philipp, danke fürs Tipp 1, 2, 3 im SPX, jawohl, ich gehe gleich auf Vola-Thema nochmal ein. Der SPX bastelt an einem 1-2-3-Top. Am neuralgischen Punkt ist der Ausgangspunkt vom Impuls 1. Also jetzt aufpassen. Das ist hier aus dem Monatskerzenchart eine Extensionsmarke, die 61,8. 335 2005. Beziehungsweise leicht drüber. Sollte jetzt hier ein Minutenschlusskurs kommen und der ist da und sollte das nicht zurückgenommen werden, ab jetzt 33.23.13, der Punkt 1 von jetzt zum aktiven 1-2-3-Top. Im SPX, also darauf bitte achten. Vola. Wenn ich Vola bei uns in die Suche eingebe, dann bekomme ich eine ganze Reihe von verschiedenen Produkten. Ich kann die mir auch anschauen über die Produktliste. Wenn ich da alle Filter rausmache und dann hier Vola eingebe, dann sieht man, gibt es bei uns eine ganze Reihe von verschiedenen Produkten. Zum einen haben wir ETF-CFDs, man kann also bei CMC Markets auch CFDs auf ETFs handeln, mit einem Hebel von 5, Long und die meisten auch Short. Kann man also gehebelt ETFs traden, was recht charmant ist, weil man so ganze Branchen abdecken kann über ETFs und die gehebelt Long und Short handeln kann. So eben auch Volatility-ETFs, die weiß ich jetzt nicht alle auswendig, wie die alle konstruiert sind. Deswegen konzentriere ich mich jetzt mal auf die 3 Forward-CFDs. Forward-CFDs, was ist das? Das sind die CFDs, die genau auf dem jeweiligen, im Namen auch erwähnten, Terminkontrakt basieren. Also hier ist der Januar 2020 VIX Future, der an der CME gehandelt wird. Und das sind die impliziten Volatilitäten im S&P 500 Index bzw. in den Optionen darauf. Und ja, bei einem Forward hat man keine Haltekosten. Sieht man auch, wenn man hier den Chart aufmacht, sieht man, da gibt es auch nicht eine ewige Chart-Historie. Das geht nur zurück bis 19. November. Das war der erste Handelstag für den Januar VIX Forward. Also das ist der erste Unterschied. Man kann also hier, da wir keinen Cash-Produkt darauf anbieten, kann man keine wirklich langfristige Chartanalyse betreiben. Allerdings hat man, im Gegensatz zum Cash, hat man beim Forward keine Haltekosten. Man muss aber daran denken, dass am Ende der Laufzeit der Preis vom Future sich immer dem Spotpreis nicht nur annähert, sondern dem Spotpreis entsprechen muss. Also zahlt man mehr, als der Spotpreis bei Verfall ist, dann hat man eben über die Zeit so quasi einen Zeitwertverfall da drin. Und
Das kann dann, je nachdem, ob der Preis höher oder tiefer ist, dazu führen, dass man eben über die Zeit entweder Gewinne hat oder eben Verluste hat. In der Volatilität ist es derzeit so, dass wir sogar, jetzt glaube ich, mit gestern hat das geendet, aber ich glaube, gestern bis Mitte Oktober letztes Jahr in diesem Zeitraum hat sich der SPX nicht stärker als 1% in die eine oder andere Richtung entwickelt. Und das sieht man hier auch sehr gut an der Volatilitätsentwicklung, geht immer weiter runter. Ja. Also sind auch die künftige erwartete Volatilität ebenfalls immer am Anfang ein bisschen höher und über die Zeit dann tiefer. Also kurzum, man muss sich vertraut machen mit dem Thema Backwardation und Contango, also Haltekosten, Gewinne und Verluste. Dazu habe ich Videos gemacht, zum Glück, um das zu erklären. Und zwar sind diese Videos CMC IQ, mit dem Titel quasi, sind eine ganze Reihe von Videos, die ich zu dem Thema gemacht habe. Grundsätzlich kann man aber Volatility Forwards handeln wie jeden anderen CFD auch. Man kauft jetzt zum Beispiel bei 12,625, kann dann zu 12,525 wieder verkaufen. Der Spread verändert sich auch, je nachdem, ob wir uns in der Haupthandelszeit befinden, 15:30 bis 22 Uhr. Man kann sich hier auch bei den Chartarten kann man sich auch den Spread-Verlauf anschauen. Im Tagesstart ist das wenig sinnvoll, aber im 1-Minuten-Chart kann ich mir den Spread-Verlauf anschauen, ob der sich irgendwie verändert über die Zeit und kann das alles nachprüfen, was hier für Spreads eben auch berechnet wurden. Ja, und dann handle ich quasi ein Volatility-Index Forward mit dem Hebel von 5. Meine Margin ist also bei einer Trade-Size, bei einer Handelsgröße von 10.000 Euro ist der 2.000 Euro. Dann habe ich einen Hebel von 5. Und man sieht ja, dass im Volatility-Index, wenn Korrekturen reinkommen, jetzt habe ich leider kein Beispiel, aber das habt ihr bestimmt selbst auch, wenn hier Volatilität reinkommt, das hat man hier an diesem Umkehrtag zum Beispiel sehr schön, konnte man das sehen. Da haben wir gestartet bei, ich stelle die Schriftgröße größer, haben wir gestartet bei 14,88 und sind hoch bis 17,25. Ja, das ist natürlich dann schon eine ziemlich coole Geschichte. Wenn man das so eine Bewegung richtig bekommt, hat man halt 13% mit einem Hebel von 5. Ja, dann ist man also hier schon 65% hat man dann auf die Margin verdient oder auf die gesamte Trade Size verdient. Und das ist schon eine schöne Geschichte. Weil wenn die Volatilität explodiert aus irgendeiner Art von Nachricht, dann kann man sich den VWX anschauen. Um zum Beispiel auch, um das aktiv zu traden, einfach weil sich das Ding ordentlich bewegt, oder eben auch, um ein Depot abzusichern, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier 30 Aktien, die sind irgendwie alle betroffen von dieser schlechten Nachricht. Ich habe aber keine Lust, diese 30 Aktien zu verkaufen, möchte aber irgendwie eine Absicherung haben. Und da ist der VWX Volatil, also hier der Forward CFD, möglicherweise geeignet, das eben entsprechend zu tun. So, also rekapitulieren. 1, 2, 3 Top. Tatsächlich, die Frage von Petra war ja, ist es ein Top? Ja, ist es. Im 1-Minuten-Chart gefällt mir nicht so ganz, dass wir hier oben nochmal so ein Dings nach oben hatten. Aber im SPX jedenfalls haben wir jetzt ein 1, 2, 3 Top. Bitte mal aufpassen, was der jetzt im Kontext machen wird von der 323, also 3.323.13. Wie er sich da verhält, bleibt er drunter. Da ist die ganze Geschichte korrektiv. Vor allem ist dieses 123, das hier entstanden ist, könnte bedeutsam werden für die nächste Zeit, da wir eben an der 61,8 und der 3.325 eben aus dem Monatskerzenchart, aus dem Broadening Wedge, aus diesem umgekehrten Dreieck ein Ziel erreicht haben. Ich sage danke fürs Einschalten.
wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich bin am Montag nicht da. Ich bin erst am Dienstag wieder da, habe am Montag Urlaub. Für alle, die nach Dresden kommen wollen, dort auf dem Börsentag, dort um 12 Uhr bin ich am Stand vom Aktionär. In der Podiumsdiskussion würde mich freuen, da den einen oder anderen zu treffen. Wenn ihr irgendwie mit mir sprechen wollt oder mal Hallo sagen wollt, ich bin auch schon in der Zeit dann ab 11.10 Uhr oder sowas, bin ich da in der dort in der Gegend, lauf da auf und ab. Also sprecht mich einfach an, weil ihr wisst ja, wie ich aussehe. Ich weiß nicht, wie ihr ausseht. Nach dem Börsentag, also nach der Podiumsdiskussion, könnte es ein bisschen knapp werden. Habe ich noch ein Interview und muss dann auch schon wieder zum nächsten Termin. Also bitte davor, um 11 bin ich am Stand vom Aktionär, um 12 Uhr ist die Podiumsdiskussion. Würde mich freuen, den einen oder anderen zu treffen. In dem Sinne, wenn wir uns treffen, freue ich mich. Wenn nicht, dann treffen wir uns am Dienstag wieder, wenn ich hier wieder zurück bin mit dem Börsenbuffet und mit Espresso. Habt ein schönes Wochenende. Danke fürs Einschalten. Bye, bye.